Papa Ramon ist krank. Und alles, was dir dazu einfällt, ist, ihn abzuschieben? Es handelt sich hier nicht um irgendeine Krankheit. Er kann nicht bleiben. Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Das schickst du ihn lieber in die Wüste. Ist ja auch viel einfacher. Lass gut sein. Ich kann's ja irgendwie verstehen. Ja, aber ich nicht. Ramon hat AIDS und kann ihn schnupfen. Damit ist nicht zu spaßen. Was ist, wenn sich jemand bei ihm ansteckt? Ja, aber so leicht steckt man sich doch nicht an, das weißt du doch auch. Ich habe kein AIDS, ich habe den Virus. Die Krankheit ist aber noch nicht ausgebrochen. Noch nicht. Und wenn du morgen zum Pflegefall wirst, wer wird sich dann um ihn kümmern? Wir. Ist doch ganz klar, wir sind seine Freunde. Wir können ihm nicht helfen. Ja, ist es denn egal, was aus ihm wird? Papa, ist es nicht egal. Er versucht, eine vernünftige Lösung zu finden. Für uns alle. Natürlich. Und da schicken wir ihn zurück in die Slums. Das ist sehr vernünftig. Soll er doch sehen, wie er da mit seiner Krankheit klarkommt. Florian, bitte. Solche Diskussionen bringen uns auch nicht weiter. Und am allerwenigsten helfen Sie Ramon. Kinder. Ich kann das nicht. Nicht jetzt. Bitte versteht das doch. Iris ist weg. Ich habe keine Arbeit. Nicht noch ein Problem. Nicht in dieser Situation. Also... Es bleibt dabei, mein Entschluss steht fest. Ramon fährt nach Hause. Ich werde dann deine Mutter informieren. Ramon, tut mir leid. Nach Arno ginge, dann müssen wir jetzt alle mit einem Mundschutz rumlaufen. Ganzkörperkondome wären ihm wahrscheinlich noch lieber. Ich verstehe ihn nicht. Er hat sie doch nicht mehr alle. Überall in den Zeitungen, im Fernsehen, überall machen sie einem klar, dass es praktisch unmöglich ist, sich anzustecken. Wenn man ein paar Dinge beachtet. Ja klar, ungeschützter Sex, das wäre Selbstmord, aber hier wird ja wohl kaum... Wenn das Virus direkt in die Blutbahn gelangt, wird es gefährlich. Und dazu müssten aber schon zwei Wunden aufeinandertreffen. Das kommt ja wohl kaum vor. Ramon hatte vor ein paar Tagen eine Verletzung am Kopf und na, ich hatte ihm die Beine abgetopft. Du hast ihn auch schon mal geküsst. Ja, das war ein Kuss. Also beim Küssen steckt man sich ja nicht an. Normalerweise nicht, aber... Was heißt normalerweise? Ja, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber wenn er eine Verletzung oder Entzündung im Mund hat und du auch, dann könnte schon was passieren. Was, wenn man die gleiche Zahnbürste benutzt? Das hat doch jeder von euch seine eigene. Na klar, aber man kann ja mal aus Versehen daneben greifen. Ich glaube, das ist ungefährlich. Du glaubst. Wie beruhigend. Ich habe auch schon öfter seinen Rasierer benutzt. Und zufällig habt ihr euch beide damit geschnitten. Es wäre doch möglich. Die Ansteckungsgefahr ist gering. AIDS-Viren können außerhalb des Körpers nicht lange überleben. Nicht lange. Das heißt aber... Das heißt gar nichts. Ich bin auch keine AIDS-Forscherin. Ich weiß das auch nicht so genau. Es hat keinen Sinn, dass wir uns hier jetzt noch stundenlang den Kopf zerbrechen. Wir machen uns nur unnötig verrückt. Auf jeden Fall müssen wir uns erkundigen. Ich verstehe dich ja, aber warum hast du denn nicht schon früher was gesagt? Ich hatte Angst, dass er mich wieder... Ja, okay, dass du Angst hast, das kann ich ja auch noch verstehen, aber... Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass andere Leute auch Angst haben? Ich zum Beispiel. Ja, aber warum denn? Wir haben uns doch geküsst. Ja, aber es ist doch nichts passiert. Ja, wir haben nicht miteinander geschlafen. Sehr rücksichtsvoll von dir. Ach, Quatsch. Aber es hätte doch passieren können. Anna, ich hätte nicht mit dir... Ich habe ja noch nicht mal mit Gina geschlafen. Ja, weil sie nicht wollte. Sehr praktisch für dich. Ich liebe Gina. Gina und ihr blöder No-Sex-Schwur. Das war doch die perfekte Tarnung für dich, um nicht mit ihr ins Bett zu müssen. Das stimmt nicht. Ja, und ob das stimmt, verarscht hast du sie und uns. Ich verstehe einfach nicht, warum du nicht ehrlich warst. Jetzt bitte versteh mich doch. Ich konnte einfach nicht. Ich wollte unbedingt hierbleiben. Ich wollte mit euch zusammenbleiben. Solange es irgendwie geht. So ein Blitzgerät.